Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Harry Potter Video. Heute werden wir über Draco Malfoy und Hubschrauber sprechen. Dieses Video wurde von einem Zitat von Draco in Kapitel 9 des Stein der Weisen inspiriert, in dem er behauptet, Kenntnisse über die Erfindung der Muggel zu haben. Trotz der Unkenntnis der meisten in der Zaubererwelt darüber, was in der Muggelgesellschaft vor sich geht. Hier sehen wir Draco Malfoy prahlen, dass er vor Hubschraubern entkommen ist. Er beklagte sich lauthals, dass die Erstklässler es nie schafften, in eines der Quidditch-Teams aufgenommen zu werden, und erzählte langatmige Geschichten, die immer damit zu enden schienen, dass er um Haaresbreite irgendwelchen Muggeln in Hubschraubern entkommen war. Es scheint höchst unwahrscheinlich, dass ausgerechnet Draco etwas über Hubschrauber wissen würde, da er aus einer reinblütigen Familie stammt, einer Familie, die die Existenz von Muggeln lieber nicht einmal anerkennen würde. Aber warum ist das so? Warum kümmern sich Zauberer nicht um die Existenz von Muggeltechnologien? Und noch wichtiger, wie erfährt Draco von Hubschraubern? Ich bezweifle ernsthaft, dass die Malfoys auch nur in der Nähe von Muggeln leben. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auf einen stößt, scheint sehr gering zu sein. Sagt Draco überhaupt die Wahrheit? Nun, das Erste, was ich anerkennen möchte, ist, dass laut den Büchern zumindest einige Zauberer sich der Flugmethoden der Muggel bewusst sind. Selbst Arthur Weasley, der die Funktion einer Gummiente in Frage stellt und den richtigen Namen für Elektrizität nicht kennt, weiß, was ein Flugzeug ist und dass es dazu dient zu fliegen. Arthur hinterfragt sogar, wie sie das in den Büchern schaffen. Arthur, bist du das? Ja, kam die erschöpfte Stimme von Mr. Weasley. Aber das würde ich auch sagen, wenn ich ein Todesser wäre, Liebes. Stell die Frage. Oh, ehrlich? Molly? Also gut. Was ist dein innigster Wunsch? Herauszufinden, wie Flugzeuge in der Luft bleiben. Und obwohl Arthur im Büro gegen den Missbrauch von Muggel-Artefakten arbeitete, schien er über seltsam unterdurchschnittliche Kenntnisse in Bezug auf Muggel zu verfügen. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass Schüler der dritten Klassen von Hogwarts, kleine Kinder, vollständige Arbeiten darüber geschrieben haben, warum Muggel Elektrizität brauchten, während Arthur nichts davon wusste. Vorausgesetzt, dass Arthur, eine Figur, die wenig über Muggeltechnologien zu wissen scheint, von Flugzeugen weiß, scheint es nicht völlig unwahrscheinlich, dass Draco von Hubschraubern weiß, eine weitere Form der Luftbeförderung. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass die Malfoys durch Ländereien, die ihnen der englische König Wilhelm I. zusprach, reich wurden. Und die meisten dieser Ländereien gehören ihnen noch immer. Es ergibt also durchaus Sinn, dass Lucius ein paar Mal im Monat zu diesen Ländereien reiste, um nach dem Rechten zu sehen, und Draco mitnahm, um ihm das Geschäft beizubringen. So hat er natürlich auch die verschiedenen Arten von Flugreisen gesehen, die wir Nicht-Magier benutzen. Aber all das im Kopf behaltend, habe ich noch immer meine Zweifel an Dracos Behauptungen. Prahlende Geschichten über die Flucht vor Hubschraubern scheinen sehr unwahrscheinlich. Besonders wenn man bedenkt, dass Draco ein junger Zauberer war und das Fliegen in der Nähe von Hubschraubern einen direkten Verstoß gegen das wichtigste Zaubergesetz darstellen würde. Das internationale Statut zur Geheimhaltung der Magie. Aber er hatte eine gute Grundlage für seine Lügen. Es gab mehrere gemeldete Vorfälle, bei denen berühmte Quidditch-Spieler auf Hubschrauber gestoßen waren. Zum Beispiel verunglückte Fabius Watkins, Kapitän und Treiber der Montrose Magpies, bei einem Zusammenstoß mit einem Hubschrauber. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, steckt in den Geschichten von Draco ein wahrer Kern. Wie er knapp den Hubschraubern entkommen ist. Was glaubt ihr? Hat Draco die Wahrheit gesagt oder nicht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.